Leute, Mo hat eine neue Unterkunft gefunden und er zieht heute aus. Mo, freust du dich? Ja. Ja, er freut sich, nach Baumweg zu kommen. So ist das Leben. Aber es ist auch schlimm, weil ich die Familie verlassen muss. Ja. Verlassen muss. Aber wir werden per E-Mail und per, wo bist du? Da bist du. Per Skype und WhatsApp können wir uns schicken von der Weltreise. Auf jeden Fall. Und du bist unser Follower. Yes. Ich muss sagen, Aydin arbeitet wie Türke. Auf wen wartest du? Auf Aydin. Was macht Aydin da hinten? Der telefoniert gerade. Wir sind inzwischen meinen Umzug. Aydin hat keinen Bock, der will, dass du das ganze hier alleine trägst. Oh. Aydin macht gerade Pause. Aydin, bist du fertig mit Mittagspause? Nein. Hier ein Kollege und Kumpel von Mohammed und hilft ihm hier so ein bisschen. Hat einen Transport organisiert und hat erstmal Mittagspause gemacht, eine Stunde lang. Ja. Was nimmst du da gerade auf? Was? Mo, was machst du da? Der Reportage auf Eigen. Zeig mal deine Schnecke. Warte. Soll ich schon die mal sehen? Nein. Der Mo ist gerade ausgezogen und wir gehen jetzt mal dahin, wo er eigentlich gewohnt hat. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Sieht so ein bisschen aus im Keller. Und ja, er ist gerade sehr emotional, haben wir uns verabschiedet von ihm. Er hat über ein Jahr schon bei uns gewohnt gehabt. Und musste er dann, weil wir unser Haus vermietet haben, relativ kurzfristig auch was finden. Und dann hat zum Glück das Jugendamt in Hamburg bzw. in Kiel, in Schleswig-Holstein, die haben sich zusammengeschlossen und haben was für ihn gefunden. Und ja, nun ging das alles holter die Polter und er hatte ja nicht viel gehabt, aber die paar Möbel, die er hatte, wurden jetzt eben abgeholt. Ihr habt das gesehen, wie wir das eingeladen haben. Und jetzt ist der Raum quasi wieder frei. Jetzt können die Leute, die in unser Haus einziehen, dann auch den Keller und die Sauna hier nutzen. Ich zeige euch das mal kurz. So, also hier ist der eine große Kellerraum, wo Mo gewohnt hat. Hier hat auch ein schönes großes Fenster gehabt mit Tageslichteinfall von oben. Hat er seinen Schreibtisch hier drin gehabt. Und ja, das ist jetzt natürlich frei. Und da müssen wir mal gucken. Deswegen den Rest hier noch rausräumen. Wir haben noch mehr hier zu erledigen, bevor wir ausziehen. Aber auf unserer To-Do-Liste ein Haken nach dem anderen. Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Jetzt geht es langsam los.